Das ist ja Wahnsinn. Weniger Stau. Wir stellen um innerhalb von 5 bis 8 Minuten. Jetzt ist die Autobahn hier gesperrt. Das heißt, wir haben jetzt 3-4 Minuten, wo wir mal eben über die Brücke spazieren gehen können. Wenn da ein LKW vorbeifährt, dann wackelt die so ein bisschen. Das ist ein bisschen komisch. So, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder im Auftrag der Kollegen von Zeppelin Rental on the Job. Ich bin hier in Wiesbaden, A66, und hinter mir ist die Salzbachtalbrücke und die hat ein kleines Problem. Die muss saniert werden und während der Brückensanierung muss natürlich auch der ganze Verkehr geregelt werden. Und das Geheimnis hinter der ganzen Geschichte ist diese automatische Verkehrsregelung, die man hier hinter mir sieht. Das macht die Firma Luther HL, die gehören nämlich zum Zeppelin Rental und die haben bei diesem Projekt ordentlich zusammengearbeitet. Und da treffe ich heute den Stefan, der wartet schon da vorne auf mich. Das hat Automat da stehen. Ne? Hoffentlich kriege ich kein Ticket. Hallo. Stefan. Jawohl. André. Grüß dich, hallo. Du machst hier Verkehrssicherung, Telematik. Jawohl. Ihr macht, dass der Verkehr hier entsprechend bedarfsgerecht fließt. Aber erzähl mir noch mal grundsätzlich so ein bisschen über die ganze Maßnahme. Also wir haben hier eine Wechselverkehrsführung. Das bedeutet, dass der Verkehr zweispurig entweder Fahrtrichtung Frankfurt oder zweispurig Fahrtrichtung Rüdesheim laufen kann. Wir haben 3 Spuren, also können wir immer nur einer Fahrtrichtung 2 Spuren geben und der anderen nur halt eben nur einen. So, jetzt hat man ja das Problem, dass zum Beispiel morgens in Fahrtrichtung Frankfurt mehr Verkehr ist und abends mehr in Fahrtrichtung Rüdesheim. Und damit wir da flexibel auf die Verkehrsspitzen reagieren können, haben wir da eine sogenannte Wechselverkehrsführung eingerichtet. Das heißt, wir können den mittleren Fahrstreifen umswitchen, morgens 2 Spuren Richtung Frankfurt und abends 2 Spuren Richtung Rüdesheim. Wenn du sagst Wechselverkehrsführung, kommt mir so ein bisschen Messe Hannover gerade in den Sinn. So morgens gibt es halt mehr Spuren hin, ja, und nach der Messe mehr Spuren zurück. Und die machen das aber so mit Schranken auf, manuell. Also die haben da ja wirklich, glaube ich, Schranken. Wie habt ihr das hier geregelt? Wir haben es hier auch mit Schranken geregelt, allerdings laufen die automatisch. Das heißt, da ist ein Motor drin und die werden über eine Software gesteuert und die kann die VZH schalten, je nach Bedarf. Diese ganze Einrichtung mit den ganzen Fahrbahntrennungen steht ja hier schon länger offensichtlich, oder? Wann, ja, seid ihr hier angefangen? Wir haben angefangen im Herbst 2018. Das ist schon ein Weilchen her. Das ist schon ein Weilchen her und zuerst war das eine manuelle Wechselverkehrsführung. Das heißt, die wurde ganz normal von Hand umgestellt täglich. Jetzt haben wir es automatisiert. Es gab feste Zeiten und ein Monteur musste eine halbe Stunde jedes Mal umbauen. In der Tagesform teilweise auch. Aber es war halt eben eine händische Arbeit. Durch die automatische Lösung muss ja keiner mehr vom einen Ende der Brücke auf die andere, sondern es geht ja alles auf Knopfdruck, sind wir viel, viel schneller. Das heißt, wir stellen um innerhalb von 5 bis 8 Minuten. Was ist jetzt die mittlere Spur in dem Fall? Ist das diese hier? Das ist die Wechselspur, an der wir hier stehen. Da kommen jetzt, wir gucken jetzt in Fahrtrichtung Rüdesheim, fahren jetzt 2 Spuren. Und das ist die mittlere Spur, da können die halt eben reinfahren. Wird das heute nochmal umgestellt? Ich gehe davon aus, dass die Verkehrszentrale, weil die entscheidet das, dass die heute nochmal umstellt. Aber das ist auch wirklich dann bedarfsgerecht. Also das, genau, können die nicht sagen, dass wir das morgens, abends, mittags nochmal machen, sondern... Wir können jede einzelne Komponente der Wechselverkehrsführung einzeln schalten. Ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen unheimlich vor, wenn jemand in der Verkehrsleitzentrale sitzt. Also da habt ihr die komplette Software-Steuerung, das ist alles von euch oder wie läuft das? Die Software von dieser Wechselverkehrsführung, die Steuerung ist alles von uns. Die Verkehrszentrale, die ist natürlich von Hessen Mobil, die war schon vorhanden, aber unsere Software läuft auf deren Rechnern. Das heißt, die haben sich quasi von euch die App runtergeladen, ja, und haben da ein großes Handy, also einen großen Bildschirm. Die haben ein großes Handy, ein sehr großes, ja. Okay. Ich stelle mir jetzt mal vor, wir haben hier die Wechselspuren. Tatsächlich ist ja jetzt hier ordentlich Verkehr. Aber du kannst doch jetzt nicht einfach die Schranke zumachen. Da kommen ja dauernd Autos. Mit wie viel Vorlauf, sagst du dann, geht die Schranke zu? Das ist angeordnet worden. Da gibt es so eine Sequenz. Das ist eine Vorbeschilderung. Da geht zuerst das äußerste Schild an bei 600 Meter. Nach einer gewissen Anzahl von Sekunden geht dann das nächste Schild an. Und so baut sich da so eine Sequenz aus. Und dann geht erst das rote Kreuz an dem Kragarm an. Das ist dann schon mal juristisch, dass da keiner mehr fahren darf. Und dann nach einer gewissen Zeit fährt die Schranke. Das ist alles im Ablauf programmiert. Falls dann doch noch irgendein Fahrzeug da fahren sollte, haben wir als zusätzliche Sicherheit noch Kontaktschleifen in den Asphalt eingebaut, damit, wenn da jetzt jemand stehen sollte, würde der Prozess unterbrochen werden und dann müsste ein Operator manuell eingreifen. Beziehungsweise, wenn der weiterfährt, wenn der jetzt zum Beispiel dann geradeaus durchfährt und die Schranke ist nur so halb ausgefahren, dann würde die Schranke automatisch weiterfahren.
Das sind Abläufe, die in der Programmierung festgelegt wurden. Ihr habt ja aber auch eine professionelle Fotodokumentation. Ja, die ist das von euch? Nein, die ist von Hessen Mobil. Da geht es darum, dass die mittlere Spur darf nur von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen befahren werden. Und wenn ach, da jemand, ist nicht für Tempo? Soviel ich weiß, ist es nur fürs Gewicht. Also wenn da einer fährt, der mehr als 3,5 Tonnen hat, wird er geblitzt. Weil diese Spur schmaler ist oder warum? Nein, das hat statische Gründe. Das Brückenbauwerk ist geschädigt und da dürfen in der Mitte nur Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen fahren. Ja, wenn jetzt einer kommt, bist du auf dem Bild drauf. Wir haben da vorne die Schranken gesehen. Wie viele Schranken habt ihr davon? Insgesamt 4. 2 äußere und 2 innere Schranken. Das ist welche da vorne? Das ist eine äußere Schranke. Die ist 6 Meter lang und die nimmt dann die Spur weg. Und für die Führung in der Mitte haben wir 2 innere Schranken. Da gehen wir jetzt gerade hin. Der ist ja auch gemütlich hier. Wie nennt ihr diese Schilderhalterung? Das ist ein mobiler Kragarm. Das ist ein Kragarm. Es gibt von uns mobile Portale, Verkehrszeichenportale. Und es gibt mobile Kragarme. Das ist ein Baukastensystem, das bei uns im Haus entwickelt wurde. Das besteht aus diesen Traversen und aber auch aus den Fundamenten, aus dem Unterbau. Und das ist auch ein Element dieser ganzen Anlage. Das heißt, hier oben Wechselkennzeichen, auch wieder vollautomatisch. Wenn, dann macht das, genau. Zeigt das an in der Situation. Die Überkopfbeschilderung ist elementar dafür, dass die Wechselverkehrsführung funktioniert. Weil die Verkehrsteilnehmer ja über diese grünen Pfeile oder roten Kreuze angezeigt kriegen, ob sie jetzt auf der Spur fahren dürfen oder nicht. Nochmal eine Frage, die kenne ich aus Berlin. Die sind ja auch relativ schnell montierbar, ne? Genau. Die werden hier vom LKW geladen, dann hier mit einem Drehschlagschrauber zusammen gedengelt, fertig. Genau, das ist unsere Meteon 1, transportable Schutzwand. Das sieht ja schon mal ein bisschen ordentlich aus, ne? Das ist aber nicht 6 Meter hier, oder? Die ist 12 Meter, das ist jetzt die innere Schranke. Die ist länger, weil die muss ja den Verkehr führen. Also dieser Arm von der Schranke, der geht einfach nur genau. Ein Stück rüber, 30, genau. 40 Grad, wie viel sind das? 25 Grad, ja. Schätze ich. Und dann hast du quasi so eine Schere, wie eine Weichenfunktion genau. Hier. Wenn jetzt der Verkehr in der anderen Richtung freigegeben würde, würde diese Schranke hier einfach so umklappen und der Verkehr würde hier, wo ich jetzt stehe, vorbeifahren. Ich sehe schon viele Tasten. Ich würde ja so gerne drauf rumdrücken jetzt, aber ich glaube, dann knallt das irgendwie, das ist auch nicht gesund. Was bin ich denn? Ich sehe Feuerwehr, Polizei. Da fehlt dann mein Name. Aber hier sehe ich, glaube, ohne Schlüssel geht hier nichts. Und die ist jetzt hier natürlich auch verankert ordentlich. Genau. Weil da ist natürlich auch schon eine Windlast drauf, ne? Da ist eine Windlast drauf und sie muss ja auch im Fall eines Anpralls, wenn einer dagegen fährt, muss sie stabil stehen. In Amerika haben die oft einfach so Tonnen mit Sand gefüllt. Sind hier nicht zulässig. Du musst alles, was du in Deutschland stellst, braucht eine Zulassung von der BAST. Und das hat auch eine BAST-Zulassung. Also mit Sandtonnen geben wir uns hier gar nicht erst ab. Nee, da gibt es Vorschriften bei uns, das geht nicht. Da sehe ich eine Kamera, so eine Mobotics ist das, ne? Die ist von uns, ja, Mobotics, ja. Die haben wir jetzt, um unsere eigene Schranke zu kontrollieren, aber die AVZH haben wir das Kamerabild auch zur Verfügung gestellt. Sie kriegt eine Statusmeldung von der Software und zusätzlich kann sie auch noch eine optische Prüfung über die Kamera machen. Aber unsere Zuschauer können jetzt nirgendwo sich auf eine Webseite einloggen und diese Baustelle hier sehen als Webcam? Das geht nicht. Doch, es gibt öffentlich zugängliche Webcams von Hessen Mobil. Von hier? Hier hinten an der Mainzer Straße ist zum Beispiel eine Kamera, da kann jeder draufklicken. Ihr habt das ja jetzt ja auch alles aufgebaut, als ihr jetzt auf Automatikbetrieb umgeschaltet habt. Hier standen einfach nur Barken. Und da musste ein Mensch hingehen und musste die Barken so rüberziehen. Genau. Was war das für ein Aufwand, diese Schranken hier alles zu montieren? Also musstet ihr dann, habt ihr dann quasi in eurer normalen Wechselführung auch einfach die mittlere Spur oder musstet ihr dann noch mehr sperren? Um hier zu arbeiten, um Sicherheit zu haben, musst ihr die mittlere Spur sperren. Das wurde alles nachts montiert und wir haben das haben wir für eine Schranke haben wir auch eine Nacht gebraucht nachher. Voller Antrieb? Ja. Die nächsten Aufgaben sind jetzt nach dem elektrischen Anschluss, dass wir die Schrankenanlage hier nochmal auf der Autobahn nochmal ausrichten, dass die Höhen aufpassen. Noch ein Stück. So würde ich sagen. Alles gut. Ja. Oh, jetzt guck mal, jetzt bewegt sie sich. Jetzt bewegt sie sich, ja. Das ist jetzt der automatische Ablauf. Die Lichter gehen an und jetzt können wir ja vielleicht mal rübergehen. Ja, da kommt jetzt keiner mehr.
Das heißt, während der Umbauphase haben wir jetzt ein paar Minuten diese Spur frei für uns. Ja, wir haben die jetzt ein bisschen frei. Also die, und jetzt guck mal hier, diese Schraffen, die da drauf sind, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, diese rot-weißen Fläche. Die sind extra so eingestellt, dass wenn du jetzt von hier, wo wir jetzt stehen, mit dem Autoscheinwerfer drauf fährst, dass du das ideal von der Reflexion her siehst. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ne, jetzt ist die Autobahn zwar hier gesperrt, aber eben sind die ganze Zeit die Autos lang gefahren auf dieser Spur. Ich gucke instinktiv mal um, aber es ist tatsächlich frei. Das heißt, wir haben jetzt, weiß ich, 3-4 Minuten, wo wir mal eben über die Brücke spazieren gehen können. Mitten auf der Autobahn, mitten im Betrieb, links und rechts, beide Fahrtrichtungen. Ich würde mal sagen, das ist auch was Feines, ne? Wir haben ja heute schönstes Spazierwetter, die Sonne scheint nicht. Vielleicht will mir natürlich die Brückenschäden jetzt auch mal persönlich anschauen. Das kannst du jetzt. Ob das alles seine Richtigkeit hat. Genau. Gut, aber vielleicht kann ich euch ja auch die Entwarnung geben, dass die Brücke eigentlich noch 2-3 Jahre läuft. Dann könnt ihr das hier wieder abbauen. Könntest jetzt theoretisch 800 Meter über die Brücke gehen. Da hupt schon einer. Der findet das wohl weniger toll. Der wackelt auch. Wenn da ein LKW vorbeifährt, dann wackelt die so ein bisschen. Das ist ein bisschen komisch. Oder, Michael? Naja, das hast du nicht alle Tage. Spaziergang nee, man auf der Mittelspur. Auch, man kommt sich so ein bisschen auch als Störfaktor, also so unhöflich. Also jetzt wird die Brücke abgerissen und dann wird eine neue nebendran aufgebaut. Die soll dann bis 2022 oder 2023 fertig sein. Und dann wird der Verkehr nochmal auf die neue Brücke gelegt. Und dann wird diese Brücke, auf die wir jetzt gehen, abgerissen. Und jetzt gehen wir auf die Brücke. Jetzt bist du auf der Brücke. Zumindest, ich grüße euch von der A66. Ich wollte euch kurz ein Update zur Verkehrslage geben. Die Autobahn ist frei. Also ihr könnt fahren. Verkehrsführung wird jetzt gewechselt. Du hast einen Anruf gekriegt von der Zentrale. Und du steuerst das jetzt nicht, aber du hast dein Handy und bist jetzt bei euch auf dem Server aufgeschaltet. Genau. Und wir können das jetzt beobachten, was da jetzt gleich passiert. Also die VZH wird jetzt gleich den Stellbefehl auslösen und ab dann läuft so eine Sequenz. Die Spur, die geben wir wieder frei, dass der Verkehr da wieder laufen kann. Und das können wir dann hier beobachten. Das ist jetzt kein Foto, das ist wirklich live. Das ist live. Das ist live. Schilderbrücken sind hier alle aufgeführt. Jede einzelne Komponente von der Wechselverkehrsführung ist hier aufgeführt. Und da sieht man jetzt gleich, wenn die VZH draufdrückt, wie dieser Ablauf ist. So, jetzt passiert was. Guck hier. Da siehst du jetzt, hier siehst du, wie es dreht. Und da wächst sich die Schranke. Ja, siehst du? Tatsache. Abgefahren. Da siehst du jetzt, dass sich was tut. So sieht es auf der Benutzeroberfläche aus. Und jetzt muss der Operator bestätigen, dass die Spur frei ist. Das muss er mit einem Videoscan machen. Die kommen gleich aus der Richtung dann die wieder. Die kommen jetzt gleich da angefahren, genau. Wir können dann hier sehen, wenn die Schranke aufgeht. Die äußere Schranke ist ja jetzt noch zu. Je nachdem, wie lange der Operator für seinen Videoscan braucht. Der Kollege in der Leitzentrale guckt jetzt wirklich Stück für Stück, genau, ob die Strecke noch frei ist, ob kein Gegenverkehr ist. Und dann geht da hinten die Schranke auf und dann kommen hier gleich die Autos her. Ob kein Gegenverkehr ist, ob kein Pannenfahrzeug da irgendwo liegen geblieben ist. Abgefahren. Oder so. Das sind ja jetzt insgesamt 5 Minuten. Ja, so, wir brauchen so zwischen 5 und 8 Minuten für eine Umstellung. Könnten theoretisch auch schneller, aber wir haben da so die Sequenz mit gewissen zeitlichen Abständen programmiert. Die sind verkehrsrechtlich angeordnet. Wenn man jetzt einfach mal die Zeiten kumuliert, händisch, da sagtest du ungefähr 20 Minuten braucht ihr sonst für so eine Verkehrswechselführung. Jetzt sagt ihr 5 bis 8 Minuten. Ja. So, dann hast du 3-4 Mal das am Tag. Je nachdem, du sparst jedes Mal so 12 bis 15 Minuten. Ja. Da war wieder ein netter Kommentar. Ja. Mal 2. Ja. Mal 3. Sparst du auf jeden Fall. Das ist ja Wahnsinn. Weniger Stau. Ja, und was noch dazu kommt, ist, dass wir vom Thema Sicherheit her für die Mitarbeiter viel besser sind, weil es muss kein Mitarbeiter mehr in den Verkehr fahren, es muss sich keiner mehr im Verkehr bewegen. Und deswegen haben wir da auch ein riesiges Plus im Bereich Arbeitsschutz. Du hast ja so wenig Platz. Mit Sicherheitsabständen ist... In der Praxis ist es so, dass es oft relativ schwierig ist, diese Vorschriften einzuhalten, ohne dass man gleich eine Vollsperrung auf der Autobahn macht. Aber du siehst, jetzt ist so Berufsverkehr, jetzt ist da auch einiges los. Guck mal, die haben jetzt 2 Spuren, die haben eine Spur. Ja. Aber trotzdem fließt der Verkehr hier schneller als da mit 2 Spuren. Das ist der Sinn. Ja, stell mal vor, hier ist jetzt nur eine Spur, dann wäre der Rückstau noch größer. Das ist echt abgefahren. Man muss ja auch mal wieder sagen, ne? Die Leute, die jetzt hier im Stau stehen, haben natürlich alle so einen Hals.
Ja. Wir werden auch wieder zahlreich gegrüßt. Aber Leute, wenn ihr im Auto sitzt, das nächste Mal vor so einer Baustelle, macht euch immer mal Gedanken, dass die Leute wie der Stefan hier nicht umsonst irgendwie zum Spaß stehen, sondern ja genau durch sowas eben dafür sorgen, dass die Stauungen eben weniger werden, ne? Dass der Verkehr besser fließt. Darum geht es ja, um eine Dynamisierung, dass dem Verkehr mehr Fahrspuren zur Verfügung stehen. Und ich glaube, Stefan, von den Kollegen im Stau denkt fast niemand drüber nach, was hier für Hightech am Start ist. Ne? Gibt es was Vergleichbares, wo vollautomatisiert hier auf einer Autobahn so die Verkehrsführung gewechselt wird? Also in diesem Maßstab, in dieser Größe auf einer Autobahn, nein, gibt es nicht. So, jetzt ist er in Umbauphase. Mhm. Jetzt siehst du hier die äußere Schranke. Die bewegt sich jetzt gleich, die geht jetzt als erstes auf. Da dreht sich jetzt gerade an der Benutzeroberfläche der Kreis. Wenn du jetzt aufhört zu drehen, dann ist alles umgeschaltet. Und dann läuft der Verkehr hier auch gleich wieder abgefahren. Hier, jetzt sind alle Spuren frei. Also das ist jetzt, total abgefahren, dass jetzt, du das auf deinem Handy hast. Und wir stehen hier mitten in der Baustelle und du hast das auf deinem Handy und du siehst jetzt wirklich, okay, der Pfeil wechselt auf grün, genau, der Pfeil auf grün. Jetzt kommt der erste. Hast du hier gesehen, da hat die Kontaktschwelle ausgelöst. Ja. Und jetzt kommt schon der erste. Wird er noch extra begrüßt? Sollen wir den begrüßen? Link ihm oder so. Ja. Okay. Der hat zurückgegrüßt, ja. Der Kollege. Genau. So, und jetzt wird sich der, es hat ja jetzt eben, wo wir über die Brücke gegangen sind, einen kleinen Rückstau gegeben Richtung Frankfurt. Der wird sich jetzt abbauen, relativ schnell, weil jetzt zwei Spuren Richtung Rüdesheim frei sind. Gut. Aber man muss noch mal sagen, die Kollegen, die uns nicht gegrüßt haben, konnten natürlich nicht wissen, dass die Spur während des Wechselvorgangs eh blockiert ist. Genau. Sie ist eh blockiert. Also. Genau. Lieber Autofahrer mit dem Kennzeichen. So, auch nochmal einen netten Gruß an den LKW-Fahrer mit Wiesbadener Kennzeichen für den netten Fingergruß. Herr Mensch, fahr doch da vorne! Die Kollegen hier tun alles, damit du nicht noch länger im Stau sein musst. Ne? Jetzt interessiert mich nochmal, du hast es jetzt eben so ganz leger auf deinem Handy gezeigt. Ja. Und das habt ihr quasi entwickelt. Wir haben da zwei Softwareentwickler und die haben das von vornherein entwickelt, speziell für diese Baustelle. Aber das muss ja mega komplex sein. Daran sind ja dann so Bedingungen geknüpft. Das heißt, ich habe das jetzt an der Schranke gesehen. Die Schranke bewegt sich. Vorher wird die Schilderbrücke aktiviert. Dann an der Schranke selber gehen erstmal diese Warnlichter an. Wenn die Schranke in der Endposition ist, gehen die Warnlichter auch wieder aus, damit der Verkehr nicht geblendet wird. Genau. Und das ist ja alles, sind alles Schritte, die musst du alles ja schachteln. Das ist jedes kleinste Detail ist da einprogrammiert worden von unseren Mitarbeitern. Und auch, was passiert, wenn jetzt irgendein Schritt nicht funktioniert, also irgendein Ausfallszenario. Irgendwo gibt es eine Störmeldung. Dann muss ja auch definiert sein, was dann passiert. Daneben habt ihr auch noch das ganz normale Handwerk, nämlich Schilderdruckerei. Schilderdrucken. Dann die LED-Lampen oder die LED. Elektronik, ja. Die ganze Elektronik. Die Schutzwände hier, die müssen mit dem Kran aufgestellt werden. Die Markierungen, die normalen Baken, die brauchst du immer noch. Also du hast das volle Spektrum von Verkehrssicherung über Software, Elektronik. Alles, was das Herz begehrt. Ihr habt ja jetzt auch nicht, wer weiß wie, Zeit zu sagen, okay, wir programmieren erstmal, dann machen wir erstmal Beta-Phase der Software und dann lassen wir die erstmal 3 Wochen laufen, gucken, ob alles funktioniert und wie viel Blechschaden wir haben. Genau. Und dann gucken wir, ob wir was weitermachen. Wir haben im Vorfeld einiges simulieren können, aber ist in der Tat so, wir hatten nicht ganz so viel Zeit zur Entwicklung. Ist das denn für euch so ein Leuchtturmprojekt? Wir sind ja jetzt hier in der 3. Woche, wo es richtig läuft. Da sind wir auch ein bisschen stolz, dass wir sowas geschafft haben. Weil, wie gesagt, es ist einmalig. Es hat bisher noch niemand eine automatisierte Wechselverkehrsführung in dieser Größenordnung in Deutschland hingestellt. Weil sie hat halt eben die Besonderheit, dass wir schnell und flexibel umstellen können. Und genau das ist ja die Herausforderung der Zukunft, dass wir dem Verkehr nach Bedarf möglichst viele Spuren zur Verfügung stellen müssen. Und das ist genau das Ding, ne? Da machst du dir doch wieder mal keinen Kopf. Ich komme hier an, sehe einfach nur ja, so ein paar LED-Schilder, ein paar Schranken, so what. Aber was alles hinter den Kulissen abgeht, fand ich wieder super faszinierend. Aber auch nochmal für euch der Hinweis, wenn ihr demnächst mal wieder in der Autobahnbaustelle steht, ne? Seid mal ein bisschen entspannter. Das heißt, mit der Hupe grüßen gerne, aber gerne so, statt mit dem anderen Finger. Aber jetzt seid ihr wieder gefragt, eure Meinung zu dem Thema, zu dem Video und das Video. Ne? Und ich mache mich jetzt wieder auf den Hauseweg. Und zwar mit optimaler Verkehrsführung. Dank den Kollegen. So, tschüss.